Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und heute, ja meine Freunde, heute gibt es mal wieder eine Runde TFT. Habe ich eigentlich, glaube ich, so gut wie noch gar nicht auf meinem Kanal hochgeladen. Bin auch in letzter Zeit nicht so generell ultra im TFT-Hype, aber heute, genau heute, gibt es nämlich auf dem PB das neue Update und zwar, ich glaube, Rise of the Elements heißt es. Denn es gibt ein komplett neues Set, es ist total verwirrend. Das ist jetzt quasi meine zweite Runde, die ich mit euch spiele. Und zwar sieht es so aus. Ihr habt komplett neue Einheiten, das heißt, wir haben hier Jax. Die Items sind, abgesehen von den Klassen-Items, die gleichen. Das heißt, Infinity Edge, Rage Blade etc. Und ich wollte euch das Ganze heute mal so ein bisschen zeigen. Ihr seht auch schon, dass wir heute diese, oder hier auf dieser Map, diese Feuerstelle haben. Diese Feuerstelle gibt der einen Unit, die da drin steht ein Buff. Und zwar ist das hier, Start with 30% zusätzlichen Attack Speed. Das ist ziemlich insane, gerade für Jax. Ich weiß gar nicht, was er kann. Ach, er macht seinen Dodging Strike. Und davon gibt es auch andere. Es gibt zum Beispiel noch so ein Wasserding, da startet man mit mehr Mana. Es gibt ein Erdding oder so eine Erdfläche, ein Erdelement, sag ich einfach mal. Da habt ihr dann, da bekommt ihr jede Runde 30 AP permanent dazu. Und ich glaube noch irgendwas mit Wind. So, wir müssen jetzt natürlich gucken, was wir spielen. Ich würde sagen, also es ist sehr schwierig. Also es gibt gefühlt 1000 Level 1 Einheiten, also ein Gold Einheiten, das ist wirklich insane. Man muss absolut gucken, was man hier kombiniert. Es gibt jetzt zum Beispiel Druide. Druiden regenerieren 40 HP. Ihr seht Maoka, Eivan und auch Nico. Dann gibt es Berserker. Berserker chargen sofort auf das gegnerische Ziel zu, beziehungsweise haben eine 40% Chance an alle zu hitten oder eben 80%. Ihr seht, es gibt Woodland, dann kopieren die eine Einheit zufällig. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel einen zweiten Maokai bekomme und Light. Es gibt alle möglichen Elemente. Light, Shadow, Electric, Inferno. Es gibt Wüste, es gibt Mystisch. Es gibt insane viele Sachen. Und wir gucken einfach mal so ein bisschen, was wir nehmen. Das heißt, wir haben hier schon ein paar. Hier haben wir nochmal Woodland. Was ist er denn? Er ist Light und er ist Light sogar. Okay, das liegt an den Skins. Wir packen jetzt einfach mal noch einen Wood drauf. Wie sie, die gute LeBlanc. Das ist natürlich cool gemacht mit den Skins. Hat noch unendlich viele Möglichkeiten. Sie ist nämlich Wood, Assassin und Mage. Ich mache mal hier die Cam ein ganz kleines Stückchen kleiner, dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Zack, so. Also, und ich finde es sehr, sehr cool, denn das bringt neue Energie, neuen Spaß mit. Und das ist immer viel Abwechslung. Ist natürlich auch für alle, die jetzt richtig in der Meta waren. Also für TFT-Pros ist es natürlich erstmal schwierig, weil das potenziell Gelernte kann eventuell jetzt erstmal Müll sein. Wer ist das Sion? Ist das der alte Sion? Nee, ist es nicht. Sieht aber so ein bisschen aus. So, wir haben jetzt eine Inferno. Wie viele Infernos brauchen wir? Das heißt, wir können nämlich, wir haben hier noch einen zweiten Inferno. Wir packen mal den drauf. Inferno braucht man 3 Stück, okay. Das heißt, wir, wie machen wir das denn jetzt? Wir haben hier noch einen Woodland. Okay, wir könnten auch, okay, das ist gerade verrückt alles. Wir verkaufen mal den und wir nehmen mal den Woodland Buff als. Ich habe zwar, eigentlich müsste ich sie drauf machen. Aber wir haben jetzt Woodland und Riot. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, ja, eine Einheit wird jetzt kopiert. Gucken wir, wer das ist. Und okay, es ist verbuggt, weil ich habe nur 2 Einheiten offensichtlich. Oder sie sind unsichtbar. Okay, Leute, es ist der PB. Es ist der PB. Es kann alles passieren. Ich habe vorne eine Runde gespielt. Da hat keine Einheit HP verloren. Wir sehen aber, dass ich 2 LeBlancs habe. Und meine anderen Einheiten, ja, sind einfach unsichtbar. Mein Gegner hat einen Mundo. Der ist zum Beispiel Poison. Poison ist auch. Und er heilt sich, glaube ich. Er macht so einen Zauber um sich. Damit heilt er sich. Das ist ziemlich ekelhaft, aber na gut. Also könnte, wenn man Full-Tank-Mono geht, ekelhaft werden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht permanent verbuggt ist. So, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Inferno. Jetzt haben wir 3, meine Freunde. Das heißt, wir gehen, können jetzt Inferno gehen. Wir packen sie mal drauf. Wir packen Varus. Inferno Varus sieht auch sehr, sehr cool aus. So, Diana kann, sie macht ihr Schild, Flame-Kaskade. Sie macht ihr Schild, sie, ihre Orbs, er macht wahrscheinlich diesen Pfeil, den stellen wir mal in die Ecke und sie spawnt so Pflanzen in den Ecken. Wir haben hier auch noch Predator, Predator ist auch eine coole Mechanik. Packen wir mal, wen können wir noch drauf packen? Ranger, machen wir einfach ihn drauf. Denn Predators zum Beispiel haben die Fähigkeit, dass wenn ein Ziel unter 20% ist, dann stirbt das sofort, wenn es angegriffen wird. Das ist sofort tot. Da gibt es auch noch Poison. Vergiftete Ziele sind da, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alle Dinge erklären, aber wir werden ja so ein paar sehen. Bei Poison ist es zum Beispiel so, dass alle vergifteten Einheiten 50% mehr Mana für ihre Spells brauchen. Okay, Leute, ich glaube, den schaffen wir nicht. Das ist jetzt der Syrah-Spell, der ist ganz cool eigentlich. Ich könnte mir Syrah echt stark vorstellen, Leute. So, wir nehmen mal. Ich hätte auch ein bisschen Bock auf Berserker, wenn ich ehrlich bin. Was passiert hier oben?
Also es ist wirklich verrückt, man weiß noch nicht so richtig, was man spielen soll. Ne? Chrysler gibt es. Chrysler habe ich überhaupt nicht verstanden, Leute. Wenn ihr eine Ahnung habt, was Chrysler bedeutet, erklärt es mir gerne. Ich werde es euch sofort sagen, was da steht. Ich muss aber erst gucken. Wir nehmen hier Glacial und Predator. Ich glaube, wir versuchen mal hier auf 10 Gold zu kommen. Weg damit und sie weg. So, bei. Packen wir den nach vorne. Bei, wen haben wir hier? Chrysler. Bei Chrysler steht nämlich, Chrysler Champions have a maximum amount of damage they can take from a single hit. Bei zweifacher Kombinierung ist das 100 maximaler Schaden und bei vierfacher 60 maximaler Schaden. Was soll das bedeuten? Das klingt irgendwie so, als könnten die Damage blocken, aber das klingt auch komisch, weil bei zwei Chrysalis ist es 100 und bei vier Chrysalis 60. Meine Einheiten sind unsichtbar. Schien ein knappes Ding geworden zu sein. Ich glaube auch, der AP-Pack ist auch schon mit drin. Es ist der PBE, ne? Man kann da wirklich niemanden claimen und man kann ja froh sein, dass man es direkt schon so früh testen kann, ne? Also, so was brauchen wir? Ich würde gerne einen AP-Stab haben, dann hätten wir nämlich einen Rageblade. Ja, so gibt's auch, der hat aber auch eine andere Fähigkeit. Ne? Das heißt, ein paar Einheiten wurden umgemodelt quasi, ne? Es gibt quasi alte Einheiten, aber Volibear zum Beispiel macht auch irgendwelche Blitze oder, also, Volibear beißt nämlich in das Ziel rein irgendwie, so. Und Yasuo ist nämlich, dass er zu dem Ziel, was die meisten Items hat, hinspringt und es ultet. Ist auch cool, muss man sagen. Also so nach oben wirft, ultet. Ich würde mich vielleicht auf Inferno sehen, bin mir aber unsicher. Ich glaube übrigens, dass jetzt das Element Inferno einfach für die ganze Runde da ist und deswegen jetzt Feuer bleibt. Finde die Idee eigentlich cool, so kannst du nicht jede Runde dasselbe spielen. Wo bin ich denn? Ah, hier. Ne, jetzt ist halt eine Inferno-Runde. Dann gibt's mal so eine Runde und mal so eine Runde. So, wem geben wir denn Rageblade? Wir haben hier einen Blade Master. Auch hier Blade Master braucht man nur zwei anstatt drei Wands. So, wir geben jetzt einfach mal ihr. Ich glaube, ich werde sie bald verkaufen. Vielleicht war das jetzt ein Fehler, aber... Jetzt haben wir hier noch Runans und Repeating. Repeating wurde doch auch gebufft. Komm, Leute. Naja, man muss das mal alles ausprobieren. Hier, Repeating Crossbow wurde ein bisschen verbessert. Ach, wir konnten noch eine draufstellen. Sehr gut, okay. Wir nehmen mal einen zweiten Chrysler mit, dann können wir das vielleicht mal testen. So, die Frage ist, kann Diana, es ist natürlich jetzt schade, weil sie keinen Schaden bekommt oder optisch keinen Schaden bekommt, aber Schaden machen. Aber die Idee mit der Diana war jetzt vielleicht so ein bisschen, dass sie halt, wenn sie öfter angreift, dann kriegt sie mehr Mana und dann schildert sie sich öfter. Zum Beispiel habe ich Ivan gesehen und Ivan sah auch insane stark aus für mich, ehrlich gesagt. Wir könnten mal Light und Mystic könnten wir noch überlegen. So, hier haben wir noch eine LeBlanc. Dann haben wir sie auf 2. Meine Dings ist mittlerweile komplett unsichtbar. Meine Diana, okay, cool. So, hier haben wir noch einen Inferno Ranger. Guck mal. Inferno Ranger. Dann haben wir doch 2. Habe ich nicht hier noch einen in der Ecke stehen? Der ist auch weg. Steht, okay, jetzt bräuchte ich noch einen Platz eigentlich. Dann könnten wir... Was kann sie denn? Was ist Shadow? Shadow ist 50%... Shadow Units deal increased damage for 5 seconds at combat start. 50% increased damage, self takedown. Ich glaube, es wäre insane gut, wenn wir ihr den... Ich glaube, sie kann carry. Sie hat 4 Gold gekostet, oder? Oder nicht? Glaube ja. Und was ist Inferno jetzt eigentlich? Inferno Spells burn the ground beneath the target, bla bla bla. Also Feuer quasi. Plus 80% Damage. Es wird hier brennen, diese Flächen, sieht man so ein bisschen. So, Repeating Crossbow auf... Ich glaube, Leute, wir haben hier noch Diana. Und ich glaube... Mein Varus lebt auch noch. Es ist spannend, Leute. Es ist quasi wie so ein bisschen Gambeln. Ja? Jetzt haben wir sie wieder. Guck mal, da stand sogar Neil an ihm dran. Oh, zwei Varus, Leute. Ich sehe mich auf Feuer. Allerdings müssen wir jetzt, glaube ich... Ne, wir werden Diana noch nicht verkaufen, aber bald, weil... Ja. Summon gibt's auch. Das heißt, das sind Einheiten, die beschwören Einheiten. Das ist auch eine coole Idee. Und was ich komplett vergessen habe, Leute, ist euch vielleicht aufgefallen. Wir müssen dann kurz überlegen. Was ist dieser Feuerbuff? Additional Attack Speed. Ja, mit Ragebait schon echt gut. Die Map ist größer, Leute. Ihr habt 1, 2, 3, 4 nach oben. Zur Seite kann auch sein, dass mehr geworden ist, aber ihr habt einfach 4 Flächen nach oben. Das heißt, die Map ist viel größer geworden. Ich persönlich finde das echt, sind viele, viele coole Änderungen und gibt natürlich neuen Spaß. Ich zum Beispiel war jetzt so aus TFT relativ wieder raus, bin jetzt... Also meine TFT-Kurve war so, ich hatte richtig Bock. Dann ist es deutlich wieder abgesunken, sogar richtig krass. Jetzt zum Ende bin ich wieder ein bisschen, man sieht es gar nicht, ein bisschen reingekommen, wieder ein bisschen hoch. Und das hier bockt, glaube ich, nochmal richtig. Jetzt haben wir die zwei Chrysalis, okay, hier verkaufen wir auf jeden Fall mal irgendwas. So, was haben wir denn hier? Kiana. Inferno. Inferno Assassin. Blast the two Hexes in front. Okay, sie macht ihre Q. Kostet 3 Gold. Sie hat jetzt
Auch 3 Gold. Okay, 3 Gold war Kindred. Kindred macht ihr mit ihrem Wolf Damage. Okay, hier haben wir nochmal eine Zyra. Mundo. Auf Poison würde ich mich ehrlich gesagt auch sehen. Den nehmen wir einfach mit zum Testen. So, was ist eher Warden? Warden kriegen 100, 250 oder 400% mehr Rüstung. Heilige, was ist denn jetzt hier los? Hier, oh, jetzt sind 2 Feuerfelder da. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Ich glaube, sie ist doch ein Assassine. Sie wird doch irgendwie überleben, oder? So, das kommt mal weg. Ach, scheiße, die war doch Inferno, ne? Aber ich meine, will ich 6, was macht denn... Wie genau funktioniert das? Also, sie kriegen 80, plus 80% Damage. Ja, 80% Damage von was? Inferno Spells Damage. Inferno Spells Burn. Okay, also. Das heißt, wenn er jetzt hier 225 macht, dann verbrennt er alle. Das heißt, ein AOE-Zauber. Jetzt brennt es hier für 80%. Okay. Und wenn ich mehr Infernos habe, wäre es 175. Okay, das ist insane. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich stark. Muss man aber mal gucken, ob wir uns jetzt komplett auf Inferno committen. Wir sind aber in... Er ist erster. Er spielt hier Ashe, gibt's auch. Crystal Ranger. Ashe, er hat eine Vayne dabei. Vayne hat jetzt auch Light. Das heißt, Noble gibt's nicht. Und er hat 2 Wardens, das heißt, sehr, sehr tanky. Müssen wir mal schauen, ob wir den Tod kriegen, den Boy. Die Frage ist halt, wie gesagt, was wir bräuchten. Ich würde sagen, wir spielen das so. Wir cashen erstmal ein bisschen Geld rein. Und sobald wir eine fette Einheit auf, also so am besten so eine 4 Gold Unit auf 3 kriegen, bauen wir das komplette Board danach, würde ich sagen. Das ist jetzt erstmal zwar kein guter Plan, so, weil man sollte, ne, dann vielleicht auch eine Inferno Unit oder so nehmen. Man kann ja gucken, was, hier, ja, das ist auch cool. Man sieht, was für Inferno Units gibt. Es gibt noch Annie und Brand. Also, Annie, Brand und halt Kiana und Dings. Lux ist übrigens auch neu, Leute, und Lux ist eine 7 Gold Unit. Sie ist 7 Gold und es gibt von jedem Element, ich weiß nicht, wie viele Elemente es gibt, eine Lux. Es gibt eine Shadow Lux, es gibt eine Feuer Lux, es gibt wahrscheinlich 7 Elemente, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall von der Idee her ziemlich cool. Denn vor allem auch, also bei Lux ist es so, dass sie das Element, was sie hat, sie ist Avatar. Sie ist Avatar und ein Element. Das sind die 2 Sachen, die sie hat. Und Avatar ist, dass das verdoppelt wird. Das heißt, wenn du einen es gibt so Sachen, da braucht man nur Light zum Beispiel. Da brauchst du nur 1, ja, oder 2. Sorry, ich verwirre jetzt gerade. Also. Okay, machen wir es einfach. Nehmen wir an, ich würde jetzt eine Lux dazu bekommen und sie ist Inferno. Dann hätte ich jetzt, dann zählt das doppelt. Und zwar hätte ich dann 5 Infernos. Und die meisten Sachen brauchen nur 2. Ja, das heißt von Light, Mystic, Cloud, Desert und das alles braucht man nur 2. Desert gibt es gleich zwar nicht als Element, aber... Und wenn du dann quasi auf Lux einfach diese ganzen Bau-Items packst mit Spatula, könnte das insane krass werden, um ehrlich zu sein. Das könnte wirklich, wirklich krass werden. Was natürlich krass ist, dass wir nie wissen, wie knapp das jetzt im Endeffekt wirklich ist. Ich glaube, der ist sehr tanky noch. Habe ich hier noch eine Einheit oder... Ich glaube, er ist gleich tot, ja. War das der erste Platz? Nee, war er nicht. Warden scheint sehr stark zu sein. Das können wir natürlich gucken. Es gibt eine Einheit oder es gibt ein Trade, was die Rüstung reduziert. Ich glaube, das ist... Was für ein Nasazyra-Abuser. Ich sag Nasus-Abuser. So, wir müssen erstmal kurz gucken, was wir brauchen. Ein Damage-Item wäre gut. Hier ist ein Spatula. Hier ist nochmal... Da ist der Crit-Handschuh, der wäre nicht schlecht. Was für Items haben wir denn bisher? Wo sind meine Items? Die haben einen Stab. Das heißt, wir könnten ein zweites Rageblade vielleicht bauen, wenn nicht verkehrt. Auf dem zweiten Rageblade würde ich mich potenziell sehen. Ansonsten könnten wir was Tankiges gehen. Würden wir Olaf vielleicht nehmen. Gib mir Olaf. Der ist 4 Gold. So. Das heißt, ich glaube auch, die Idee ist nämlich sehr cool. Es gibt, Cloud ist zum Beispiel, du dodgst. Light ist, dass du alle anderen Einheiten buffst. Du hast viele Sachen. Du kannst Magieresistenz bekommen. Du kannst Armor bei den Gegnern abziehen. Du kannst sogar Armor bekommen. In diesem TFT ist es also so, dass ihr super viele Möglichkeiten habt, zu reagieren. Zum Beispiel, der Gegner geht halt, wie gesagt, Avatar wahrscheinlich. Nicht Avatar, sondern Warden. Warden bekommt super viel Rüstung. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir Desert bekommen. Hier ist Mountain. Okay, Mountain ist auch interessant. Denn Desert reduziert die Rüstung des Gegners um, ich glaube, 50%. Und damit könnten wir so ein bisschen dagegen... Oh, jetzt haben wir eine, hätten wir draufpacken können. Mountain at the start of the combat, a random ally gains a shield von 1500. Ist auch nicht schlecht. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt mal ein paar geupgradete Einheiten kriegen. Unsere Zyra, die mit den Items ist, die hat leider ist nur eine Stufe 1 Held. Ist aber relativ stark, möchte ich meinen. Okay, nevermind.
So, irgendjemand hat hier noch meinen Bogen. Er fliegt hier durch die Gegend. Er fliegt. Oh, hier ist er. Hier ist er. Oh, schade. Okay, aber Leute, es ist okay. Wir haben 50 Gold. Wir haben ziemlich viel Leben. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir ein bisschen was kriegen hier. So, wir haben noch hier eine Kettenrüstung. Ich glaube, ist halt die Frage, ob wir auf Poison gehen. Glaube nicht. Ne? Glaube fast nicht. Stahl gibt's auch noch. Also ich find's cool, Leute. Ich find's wirklich cool. Aber wir rollen jetzt mal ein bisschen. So, hier haben wir Desert. Den nehmen wir mal mit, auch wenn ich nicht unbedingt Asia möchte. Inferno. Inferno. Ist die Frage, ob ich voll Inferno gehe. Vielleicht. Man weiß es nicht. Komm, wir rollen mal noch ein bisschen. Wir wollen jetzt nämlich hier. Hier ist noch eine Zyra. Jetzt haben wir sie mal. Dann packen wir nochmal den hier drauf. Hier ist noch ein Mundo. Es wäre ziemlich cool, wenn wir jetzt eine... Wir bräuchten... Es wäre gut, wenn wir die auf Sport kriegen. Ja, wir haben auch gerade mal 3 Infernos. Ich meine, wir bräuchten wirklich jeden Inferno. Nee, fast. Es gibt 7 Stück. Plus Lux. Oh, ich habe noch Discord an. Ich hoffe, dass das kein Problem ist. Ich hoffe, dass das jetzt kein Problem ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil... Ganz oft, wenn ich Discord anhabe, dann ist eine Soundeinstellung im Arsch. Es kann sein, dass die jetzt komplett im Eimer waren oder sind. Könnte sein. Ich glaube, es ist aber noch im Rahmen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen laut. Oder ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist actually fine. So, wir haben hier wieder Inferno. Ich glaube auch die Wölfe. Ich weiß nicht, ein paar Camps sind vielleicht anders. So, wir können... Tja, hier, guck mal. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Die Frage ist ja auch, ob er Erster bleibt. Aber aktuell sieht es absolut so aus. Aber er hat auch... Okay, er ist schon Level 7, ne? Er ist schon Level 7 reingegangen. Ich glaube, Poison ist keine gute Idee. Wir sollten das Geld nehmen und auch gucken, dass wir schnell Level 7 werden. Aber wir brauchen auch noch verbesserte Einheiten. Ein bisschen mehr Feuer. Aber er kriegt ja Rüstung. Und Feuer, ist das denn Magic Damage? Guck mal, das ist Magic Damage. Vielleicht geht ja Feuer auch klar. Ja, wenn der Gegner verbrennt. Oh, hier haben wir eine Spatula. Und noch eine Soraka bekommen. Guck mal, hier, das brennt doch wie Sau, Leute. Guck mal, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ist es worth sie zum Hype? Welche Inferno gibt es nochmal? Kiana war 3, sie war auch 3 Gold. Ich glaube, nämlich, wir machen jetzt so, dass wir... Wir versuchen, die zum Hypercarry zu machen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch irgendwie sie drauf kriegen. So. Ich glaube, auf Desert scheißen wir mal. Wir haben 4 Gold. Komm, wir gehen jetzt... Komm, dann packen wir noch den drauf. So, wie viele... Also, guck mal, wir brauchen noch ein Inferno. Und ein paar Level-Ups vielleicht. Auf ihr können wir irgendwas AP-mäßiges bauen. Vielleicht ein Morellus oder sowas? So, jetzt können wir mal gucken. Man sieht das mit dem Mana leider nicht. Aber jetzt ist sie weggesprungen. Sie springt weg. Und ist tot. Schade. Okay, das ist aber auch Platz 1. Boah, Bruder. Der... Okay, also... Ja, es ging noch. Es ging. Es war nicht ultra... Also erst sah es aus, als würde ich komplett auf die Fresse... Also ich habe auf die Fresse bekommen komplett, aber es ging noch. Die hier schien ordentlich Damage gemacht zu haben. Es war Nomra. Er hat halt mehr Geld, er hat mehr Einheiten. Es war Nomra. Er wird schon noch sehen. Guck mal, jetzt haben wir... Guck mal, wir kriegen hier richtig Infernos, Leute. Hier wird richtig reingebrannt. Die Frage ist, was können wir kombinieren? Was ist sie? Sie ist Summoner. Sie kann Tibbers... Tibbers scheint insane stark zu sein, by the way. Wie viele Poisons braucht man denn? Poison braucht man 3. Wir müssen auch, glaube ich, mal Maokai bald entfernen. Ein besserer Tank oder so. Wir könnten auch gucken, ob wir 2 Wardens bauen. Das wäre auch eine gute Idee eigentlich. Vielleicht sollte ich meine Einheit noch anders stellen. Ist das irgendwie... Ich meine, man hat jetzt halt so viel Platz, ne? Ist halt die Frage, wie du deine Einheiten hinstellen willst. Ich habe jetzt halt Maokai, damit der direkt stirbt und die Agro bekommt. Ich muss natürlich einen... Oh, sie springt auch immer nach hinten. Ist die Frage, ob ich sie wirklich... Ja, ich meine, so schlecht ist sie, glaube ich, nicht. Ja, sie macht hier von hinten ordentlich Action. Ja, guck mal, den mischen wir ordentlich auf, Leute. Na, der hat auch Wladimir. Der wurde ordentlich aufgemischt, Leute. Aber er ist auch ein Level drunter gewesen. Ich glaube, es ist halt nur der eine. Oh, Stahl. Was macht Stahl nochmal? Stahl, was war das nochmal? Kriegt... Ach so, wenn Stahl... Stahl wird kurz immun. Das könnte man auch probieren. Wir könnten... Passt auf, wir nehmen jetzt... Ach, wie viel Stahl braucht man? 3? 2. Wer ist denn noch Stahl? Wir nehmen jetzt Maokai raus. Wobei dann der Repeating Crossbow auf einer Stahleinheit ein bisschen... weird ist. Wir gucken mal gleich, ob er als erstes stirbt. Also klar wird er, weil wir noch keine Stahl... Oh, Brand. Brand, Leute. Passt auf, wir machen es mal eben komplett. So, jetzt haben wir... Jetzt brennt es wie Sau. Jetzt brennt es auf jeden Fall wie Sau. Wir haben natürlich jetzt kein Geld mehr, aber...
Die Frage ist natürlich, wie wir das mit dem Repeating Crossbow machen. Er wird jetzt klar als erstes sterben, aber er ist ja noch nicht. Wir haben ja noch keinen Stahl. Die Frage ist, ob wir für Stahl gehen, aber da hätten wir schon harte Tanks, Alter. 2 Sekunden immun. Okay, 2 Sekunden ist nicht so viel, aber. Ne? Geht. Okay, hier waren wir wieder übelst kassiert gegen ihn. Narsus und ein Gold. Ein Golddings. Was hier oben passiert? Okay, was ist das? Das war, glaube ich, das sah nach Light aus. Ha, okay, die Frage ist, was brauchen wir? Wir brauchen mehr AP. Habe ich einen Spatula? Ein Spatula würde ich nehmen. Okay, der ist gerade weg. Was brauchen wir noch? Wir könnten noch einen Rageblade oder irgendwas Armor-technisches machen. Oder... Da ist Annie. Nehmen wir doch einfach Annie. Was, die hat aber schon, sie hat schon Item. Was ist denn AP und, das ist dieses Crit-Item, ne? Dass der Zauber critten kann. Ich weiß nicht, ob das so worth ist mit Tibberst und ob das überhaupt funktioniert, aber, ja, ich meine, Annie wäre schon echt gut, wenn wir sie auf 2 kriegen. So, hier haben wir nochmal Ocean. Wir können ja nochmal gucken, was sie kann. Sie macht eine Welle, sie macht ihre Ultimates, okay, und empowert die Verbündeten. Aber ich glaube nicht, dass wir sie gehen. Okay, sie hat jetzt den... Oh, guck, sie ist jetzt upgegradet, hat den Crit-Handschuh. Ich meine, okay, sie zaubert es ja. Vielleicht kann aber Tibbers, der Damage von Tibbers ja auch kriten. So, wie könnten wir das Board hier umstellen? Und wem geben wir das? Ja, wir geben das schon ihr. Und machen auch nochmal ein bisschen Rüstung drauf. Wir könnten Warden's Mail. Damit könnten wir einen Warden. Wir können auch gucken, genau. Hier können wir Light mit produzieren. Wir können gucken, ob wir uns später irgendwas mitmachen können. Was gut ist, was wir brauchen können. Ich denke mal, man kann so ziemlich alle. Wir kriegen mal übel auf die Fresse, Bruder. Was passiert? Oder nicht? Also hier passiert noch viel. Tibbers war stark, aber heilige. Also Leute, Narsus. Ich würde kurz darauf predikten, dass Narsus ziemlich broken scheint. Der Gegner hat aber auch Light gehabt. Sehr viel Light. Ist Narsus auch Light? Ja. Er hat sehr viel Light gehabt. Das heißt. When the Light Champion dies, all other gain attack speed. Die Frage ist, kriegen die immer wieder? Also erst 25, dann 50, 75, ob das hochscaled? Das ist die Frage. Sagen wir nochmal 200 Kiana. Die Frage ist, wer ist meine schlechteste Inferno-Einheit? Ich würde fast sagen sie. Das heißt, wir nehmen sie runter und packen Kiana erstmal drauf. Wir haben halt überhaupt keine Frontline. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem aktuell. Ich würde versuchen, noch bis zu den Vögeln ein bisschen Geld zu sparen. Dann rollen wir nochmal rein, dass wir einen Tank bekommen. Ich habe halt... Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand Inferno spielt, das ist halt fast, sind fast alles Zauberchamps. Da muss nur jemand auf... Boah, was ist denn Mystic, glaube ich? Ich glaube, Mystic reduziert Spell Damage. Nicht, so hast du richtig viele Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Finde ich von der Idee echt gut. Ne, weil im alten TFT, wenn jemand Yordle geht, dann musst du Wild gehen. Und dafür brauchst du 4 Wilds. So, du hast übel wenig... Komm, Tibbers! 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 Do it! Nice. Ne, du hast übel wenig Möglichkeiten, das zu machen. Und hier sind die meisten Sachen. Du brauchst zum Beispiel Shadow, nur 2. Man kann es sehr einfach... Oh, Master Yi, Leute. Shadow, Mystic, Blade Master. Habe ich alles nicht, oder? Ich habe weder Shadow... Wir müssen auch mal gucken, wer macht denn bei mir Damage? Macht Kindred Schaden, nicht so viel, ne? Und vielleicht sollten wir... Annie hierhin machen. Aber dann muss er dahin. Vielleicht können wir ja so das Ganze ein bisschen stellen. Kindred springt doch weg, oder auch nicht? Hier nehmen wir mal mit. Wir können ja mal Master Yi mitnehmen. Aber Master Yi hat meditieren. Könnte broken werden. Komm, Leute, ich habe... So gerne ich jetzt neue Einheiten ausprobieren möchte, ich habe nichts, was Master Yi unterstützt. Wirklich nichts. Aber wenn ich ihn gleich, wenn ich noch 2 Stahl bekomme irgendwie und ihn zu einem Warden mache, könnte es echt broken werden, Leute. Könnte. Es könnte alles broken werden. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier mit bauen können. Oh, guck mal, Inferno können wir machen. Oder Yomus. Oder Light. Inferno, Yomus, Light. Was haben wir hier so? Steel. Wie viele braucht ich? 3 oder 2? 2. Aber der sieht nicht so tanky aus, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Aber Rexa ist ein bisschen tanky, oder? Hoffe ich. Was gibt's denn noch bei Stahl? Kann man noch gucken. Oh, nur die beiden. Okay, das ist nicht viel. Wen kriegen wir drauf? Wir könnten einen runternehmen und einen zum Inferno machen. Das heißt, wir nehmen mal... Wen machen wir zum Inferno? Das müssen wir schnell machen. Ja, machen wir ihn zum Inferno. So, jetzt haben wir 2 Stahl. Und jetzt bräuchten wir... Ah, ich hätte noch einen Warden gebraucht. Shit.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hinten jetzt rein diese Runde. Aber wir haben viel Geld. Und solange wir nicht sterben, ist alles gut. Man weiß halt überhaupt nicht, was passiert, Leute. Es ist so viel los, du weißt überhaupt gar nicht, wo du gucken sollst. Du siehst auch keine AP, die drauf. Aber Tippers lebt, meine Freunde. Aber sieht nicht gut aus. Aber Annie lebt auch noch. Annie, mach nochmal. Kannst du noch einen Tippers machen, Annie? Machst du noch einen? Annie, noch einen Tippers vielleicht? Noch einen Tippers, Annie? Oh, das ist ein Warmox-Blatt. Der ist ja genauso eklig wie im richtigen Game. Okay, gut. Akzeptieren wir. So, was haben wir? Inferno, Zyra. Wir müssen jetzt rollen. Oh, Lux, mein Freund. Lux, 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 Lux. Okay, jetzt ist was Verrücktes. Passt auf. Wir verkaufen doch wieder den Star-Lord. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir Avatar. Aber was ist denn das für ein Avatar? Light. Oh, Light brauchen wir 3. Aber wenn ich ihr jetzt Feuer gebe, dann müssten wir... Haben wir 7. Okay, ich dachte, hey, verdoppelt ihr das nicht? Oder hier steht. Aber in Avatars Origin... Ach, nur das... ach so. Ja, okay, ist aber nicht so schlimm. Das passt trotzdem gut zu Lux. Nur das normale Element, was sie hat, wird verdoppelt. Okay. Ich hoffe, ich... Nee, ich habe noch genug HP. Wir sterben noch nicht. Ich muss hier die ganze Zeit was machen. Lux macht ihre Ultimate. Ist ziemlich cool. Das heißt, wir haben jetzt 2 Light. Light macht ja diesen Buff. Das heißt, es wäre insane, wenn ich noch ein Light bekomme. Boah, Nasus, Leute. Nasus ist broken. Ich schwöre. Hier ist die Lux Ult. Oh, sie hat Nasus geböllert, aber das reicht, glaube ich, nicht. Nee. Nee, nee, nee. Er hat aber auch übelst die Damage-Items, Leute. So ein Infinity Edge, wir haben mal... Wir könnten einen Bluttöster bauen. Und ich glaube, meine Kindred carried überhaupt nicht genug. Vielleicht sollten wir das Rageblade der Annie geben, aber kann sie denn zweimal Tibbers zaubern? Das weiß ich nicht. Und Brand brauchen wir auch noch. Wir suchen erstmal schnell, Leute. Lass mal schnell suchen. Hier haben wir nochmal Annie. Hier ist... Ich brauche Light, Leute. Light. Hier ist Light, aber... Ja, es ist Yorick. Ach, scheiße, ich hätte sie verkaufen sollen. Hier ist nochmal eine Annie. Jetzt habe ich 2 davon. Wir haben auch zu viele Infernos. Wir können legit einen runternehmen. Wir bräuchten noch einen Brand, wenn ich mich nicht vertue. Hier haben wir nochmal den. Electric Summoner Assassin. Passt nicht ganz so hart rein. Hier ist nochmal der und noch ein Jorik. Wen nehmen wir raus? Leute, ich habe zu viel Krempel. Leute. Ich brauche halt immer noch einen Tank. Können wir jetzt 2 Tippers haben, by the way? Da ist einer. Schöner Laser, muss man sagen. Ich glaube, das Rageblade geben wir einfach Lux. Wobei sie ist Lux Level 1. Oh man, Leute, ich kassiere zu hart. Ich sterbe nur noch. Guckt euch mal diese Eisfläche an. Das liegt halt daran, weil es mit Ammo skaliert. Und, ne, guck mal, Nasus ist definitely broken, Leute. Jeder hier spielt gefühlt Nasus. So, wir haben hier eine QSS. Da ist ein Yorick. Den würde ich, glaube ich, nehmen. Dann haben wir nämlich Yorick auf 3. Oder ist hier noch was anderes? Warden's Mail. Ne, komm, wir machen Yorick. Nehmen wir Yorick mit, dann haben wir... Oh, Black Cleaver. Black Cleaver ist wahrscheinlich Berserker dann. Das wird kein Item sein, das wird einfach nur der Berserker-Trade sein. Alva mit QSS sieht auch gut aus. Es ist halt das übelste Chaos. Man muss gucken, was man wirklich braucht. Oder war noch ein Yorick? Scheiße. Den habe ich gar nicht bekommen. Das heißt, mir fehlt jetzt sogar Yorick. Oh nein. No. Hier ist nochmal sie. Leute, Leute. Leute, das ist zu viel ein bisschen. Können wir akzeptieren? Ich habe auch nur einen Stahl. Shit. Lux. Ja, Stahl, verpiss dich. Oh, da, Yorick. So. Yorick ist groß. Nicht too bad. Hier ist nochmal... Wir müssen echt gucken, wir sammeln zu viele Dinge. Wem geben wir jetzt Bluttüster? Machen wir einen Bluttüster überhaupt? Oder kann man irgendwas anderes damit bauen? Eigentlich müssen wir, weil... Wir geben das mal ihr. Sie ist aber, glaube ich, gleich tot. Atrox ist sogar so wie derselbe. Eine Lux bräuchten wir noch. 7 Gold kostet. Ich weiß gar nicht, wie die Drop-Chance auf Lux ist. Leute, mach nochmal einen Laser. Komm, Lux. Ey, oh, shit. Okay, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sind kurz vorm Ableben. Wie viel... Aber es sind auch schon ein paar tot, Leute. Wir sind nicht erst und er ist immer noch erster. Oh, Leute. Das ganze Feld ist eingefroren. Seems Nasus is broken. Light wollte ich immer noch haben, ne? Ich meine, das ist einfach ein komplettes Chaos hier, Leute. Da ist Brand. So, bei Kia... Wir haben... Weg. So, Brand haben wir finally. Ach, der ist gar nicht auf dem Board. Ja, sag mal. Wir haben gar nicht 6 Infernos auf dem Board. Sag mal, was ist denn hier los? Wir haben noch eine Kiana. Wir haben jetzt 6. Okay. Stahl brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Da sie muss in dem Feuer drin bleiben. Ja, schwierig, Alter. Die Aufstellung ist halt auch übel, wie du es machst. Keine Ahnung, sieht komisch aus, aber wie willst du es machen? Du hast halt hier... Du willst halt, dass die nicht sofort angegriffen wird, deswegen steht er hier. Und du willst halt, dass Annie nicht sofort stirbt, deswegen habe ich den Dings hier vorne. Und der Boy hier... Ach, ich spiele jetzt gegen den. Wo ist sein Nasus? Warte mal. Ist sein Nasus tot? Nee, da ist er.
Ach, der war das gar nicht mit dem Einfrieren. Das war der Gegner. Leute, wir gewinnen, glaube ich. Oder? Varus! Do it! Oh no, es war so knapp. Ich glaub zumindest, dass es knapp war. Ich gehe davon aus, dass... Okay, Leute, Kindred Carry könnt ihr auf jeden Fall sagen, ist nicht gut. Sie hatte alle Items, sie hat überhaupt nichts gemacht. Schade natürlich. Ich hoffe trotzdem, dass wir... wir können ja mal ganz kurz reinlunzen in diesen einen Nasus-Spieler. Und zwar, wer war das? Lebt der noch? Hier hatte einer einen Iceborn-Nasus. Hier, der Doppel-Iceborn. Und Iceborn steht dabei. When the Rera dodges the create... bla 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 bla. Okay, also er macht auf jeden Fall eine Eisfläche. Scaled ihn nicht eigentlich auch mit der Rüstung oder mit irgendwas? Werden wir jetzt sehen. Der macht doch, wenn er jetzt gleich einen Schlag macht, oder ist das bei Spell? Ach nee, der muss dodgen, ne? Aber er hat ja genug Dodge. Okay, vielleicht war der Fight auch einfach gerade die ganze Zeit über der ganzen Fläche. Bleibt denn Iceborn die ganze Zeit? Ich habe noch nie Iceborn gebaut, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist ein absolutes Chaos. Es gibt auch noch so Champions wie Taric zum Beispiel. Der kann seine Ultimate machen. Singed, der läuft permanent. Den haben wir vorhin einmal kurz gesehen. Twitch könnte super interessant sein. Also es gibt sehr, sehr viel. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Es ist am Anfang super verwirrend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich muss jetzt im Sport. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Bis dann und goodbye.